Willkommen zurück. Beeindruckende Aussicht. Das ist also der Ort, an dem die eisernen Falken die Fialt Dark bewachen. Ach, was auch immer wir tun, wir sollten vorsichtig sein. Dieser Ort stinkt nach Tod und Verfall. Ich weiß. Wir steigen hinab, holen uns den Stein und verschwinden wieder. Vielleicht müssen wir nicht einmal unsere Armee hineinschicken. Also dann los. Erkunden wir das Gebiet. Oh. Ist das jetzt Witcher oder was? Sicher Moment. Doch. Ihr habt recht, sie... Oh! Oh! Was ist? Ich glaube, ich habe etwas gesehen. Einen Teil der Schlucht. Entschieden? Das ist interessant. Lasst es mich noch einmal versuchen. Entschieden? Entschieden? Sieh mal einmal an. Es funktioniert. Ich kann die Schlucht sehen. Zu viele Drogen? Scheint, als ob diese Knochen immer nur einen Teil der Schlucht auf einmal zeigen können. Schade. Faszinierend. Fascinating. Warte jetzt an auf Mr. Spock. Ein Knochenorakel. Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. War das ein Wortspiel? Ha, ha. Wie auch immer. Das könnte im Kampf gegen die Untoten nützlich sein. Jawohl. Gut. Da lang? Klingt gut. Viel Blut? Gut. Sicher doch. Da lang? Ein sterbender Mensch. Hab ihn gesagt, er sollte es nicht... Tiaras Atem. Wer seid ihr? Wer hat euch das angetan? Was? Direkt unterbrechen. Ich sagte, wer seid ihr? Nein. Nein, Mutter. Er war's. Warum glaubst du mir nicht? Er war's. Er halluziniert. Es ist sinnlos. Wartet, lasst mich mal sehen. Sel even Lorasa Eswantor. Mutter, ich kann jetzt die Stadt sehen. Tiaras Atem. Sie ist so... so weiß. So... wunderschön. Verdammt. Er war ein eiserner Falke. Es ist ein schlechtes Zeichen. What the fuck? Etwas muss in der Schlucht passiert sein. Seien wir auf der Hut. Sein letzter Stand. Also, er ist so, als ob er kurz zum Einschlafen wäre, also vom richtig sterben, und er steht nochmal auf und dann stirbt er so dramatisch. Ja, ja. Ach, meine Güte. Klingt gut. Also wenn schon, denn schon. Gut. Ja, wohl. Klingt gut. Muss die Kiste nicht mitnehmen? Eine vergrabene Truhe. Wind und Wetter haben das Holz marode gemacht. Boah, da ist richtig geiles Zeug drin. Oh, nice. Jetzt hab ich's. Ja, es war nur ein Trank. Ich seh's mir mal an. Immer mitnehmen. Mehr Falken in Lederrüstung. Speer. Oder Assassin. Nee, nicht Untote. Noch ein schlechtes Omen. Die Falken sollten eigentlich die gesamte Schlucht vor ihnen verteidigen. Wird schon schief gehen. Na dann. Gehen wir es an. Boah, was sind das denn für Viechen? Verbrannter Krieger. Also, wie ist der Plan? Das werdet ihr bereuen! Boah, hat sie ihn gerade gekillt? Er hat ja noch über halbes Leben gehabt. Instant.
bereit. Ein Bogen. Auch im Tod ist das Gesicht deiner Leute laufen weg. Deine Leute laufen weg. Wohin laufen die? Ja, Gor ist zum Gegner hingelaufen. Warum? Weiß ich nicht. Weil er dumm ist. Weißt du, ich sammle da was ein und die laufen einfach weg? Was? Hä? Was würdest du lieber weglaufen? Aua, das hat wehgetan. Auch im Tod ist das Gesicht des Mannes noch eine Grimasse der Qual. Ein alter, rostiger Dolch steckt tief in seiner Brust. Da lang? Das war nicht nett. Macht euch bereit! Hast du den Bogen schon geguckt? Den Boden? Ja, der Boden ist toll, das sah nicht. Bogen! Gehen wir es an. Hast du einen Bogen Papier gefunden? Genau. Gucken, ob du damit besser Pfeile schießen kannst. Wird schon schief gehen. Schneller Kompositbogen. Sowas ähnliches habe ich schon. Achso. Eigentlich genau den gleichen. Ist exakt der gleiche. Andere Farbe? Nee, es ist exakt der gleiche. Ich habe genau den gleichen Bogen an. Klingt gut. Es sind doch bestimmt wieder Zombies. Auch nicht. Tränke. Sicher doch. Und ist was zu lesen für dich? Eine Art Gebetkreis. Darin könnt ihr ein einzelnes Wort lesen. Erlösung. Ja, das kann ich nicht lesen hier. Klingt gut. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ein Leichnam. Der Verwesung nach kann er noch nicht länger als ein paar Tage tot sein. Die Kunst ein... Ey, wo laufst du hin, Mädchen? Macht euch bereit. Kunst ein Leichnam zu sein. Bestattungsgruben. Bindestrich. Normalerweise begraben die Falken ihre Toten tief in der Schlucht. Anscheinend war die Zeit knapp. Staatszentrum. Kostenreduktion. Staatszentrum? Staatszentrum. Okay, Staatszentrum klingt cooler. Stimmt. Normalerweise habe ich schon gerade vorgelesen. Ah, interessant. Ein Leichnam. Die Verwesung nach kann er noch nicht länger als ein paar Tage tot sein. Bestattungsgruben. Normalerweise Bestattungsgruben. Gut. Das war nicht mal interessant. Hier ist nichts mehr. Stifte, Äpfel, drei, Fehler. Drei Fehler? Irgendwo habe ich das mal gesagt. In irgendeinem Let's Play. Na dann. Geil, ich habe drei Zombies geheilt. Gold. Zwei Stunden bin ich bei dir. Gehen wir es an. Wird schon schief gehen. Wenn wir Strategiemodus haben, dann übernimmst du Iria wieder, ne? Jo. Na dann. Kann ja schlecht folgen und... Die macht aber auch richtig Schaden mit dem Lichtblitz hier. Macht euch bereit. Ja. Ist definitiv besser. Oh, unsere Kampfgeschwindigkeit ist etwas zu hoch. Komm mit den Fokuspunkten nicht mehr hinterher. Gehen wir es an.
Na dann. Ja, die Attacke von dem ist auch richtig heftig. Dämonischer Schlag. Oh nein. Ist das wieder Mega-Hieb? Na dann. Ja, das ist ein Super-Ultra-Mega-heftiger Schlag. Ich habe ein Let's Play gesehen von... kennst du Pokémon? Jo. Außer halbwegs gut. Ja, ich habe die blaue Edition, die silberne Edition und die rubinrote. Nee, heißt die rubinrote? Oder nur Rubin? Gut, geht um die blaue Edition. Okay, das ist ja Urgestein. Davon habe ich das quasi remastered jetzt. Und ich gucke ein Let's Play, wo sie die blaue Edition spielen und da haben sie zuerst ein Pipi gehabt und dann haben sie daraus dann weiterentwickelt zu Pixie und da den haben sie als TM Mega Hieb gegeben. Das heißt, so ein kleines Feenwesen schlicht brutal zu und one-hitted Gegner. Und klatscht zum Beispiel so ein Smetboy an die Wand. Ja, ich fand, die sahen sowieso immer sehr... Oh wow, nice. Ach du Scheiße, es geht nur noch. Falken da unten. Sehen wir uns das mal aus der Nähe an. Er will sowieso runter. Na dann. Oh. Wie einfach mal ein Flammenfeuerball runterkommt. Falkenhüter. Ja, sicher doch. Da lang? Klingt gut. Gut, da lang? Gut, da lang, klingt gut, da lang, klingt gut. Klingt gut. Sicher doch. Keyroy. Großartig. Noch ein toten Mann. Könnt ihr euch denn nicht wenigstens für einen Moment an die Abmachung halten? Toten Mann? Was meint ihr? Was soll das sein? Ein Scherz? Hört ich... Na, sieh mal einer an. Die sagenumwobenen Falken haben Verstärkung angefordert. Sehen aber ein bisschen alt aus, um ehrlich zu sein. Andorianer. Ich dachte immer, Hüterin Arenor mag ihre Rekruten jung und knackig. Trau. Erzhüterin Arenor. Und ein Fünkchen Respekt würde euch gut anstehen, Kommandant Katras. Nur weil sie eure Anwesenheit hier duldet, heißt das nicht, dass ihr euch aufführen könnt wie der letzte Saufbold. Ja, ja, ich weiß. Ihr Falken und eure Formalitäten. Nichts ist wichtiger als die Traditionen, was? Selbst wenn es bedeutet, dafür eure eigenen Truppen von Untoten niedermetzeln zu lassen. Wir sind nicht eure Verstärkung. Oh, wer seid ihr dann? Das ist kompliziert. In Kurzform, wir sind auf der Suche nach einem Relikt, von dem wir glauben, dass es sich hier in der Wüste befindet. Nidhalfs Helm? Nein, eine Art Energiestein der Former. Schwer zu erklären. Energiestein? Aha. Nun, es tut mir schrecklich leid, euch eure Schatzsucherfantasien zu nehmen, aber was auch immer ihr sucht, ihr werdet es schwer haben, es zu finden. Die eisernen Falken haben ihre Feste verloren und folglich auch das Grab der Fialdark. Das ist schlecht. Ihr lasst es klingen, als hätten wir mal soeben vergessen, die Türe abzuschließen. Sagt mir, Fremder, habt ihr je vom Blutbrand gehört? Nö, was denn das? Gehört. Die meisten Menschen glauben, er würde nur die Lebenden treffen. Das stimmt nicht. Der Blutbrand hat auch auf die Toten einen Effekt. Zumindest hier. Er weckt sie. Der Blutbrand weckt die Untoten? Wie? Ich weiß nicht wie. Nur, dass er es tut. Wann immer jemand dieses verdammte Lied hört, erheben sie sich aus dem Sand. Und schlimmer noch. Es stellt etwas mit ihren Gedanken an. Versetzt sie in Rage. Hm. Also ist es Telepathie, wie Isgrim es vermutet hat. Der Blutbrand muss dazu in der Lage sein, die Überbleibsel ihrer Seelen zu stimulieren. Wie meinen? Einerlei. Wir haben auf dem Gebirgspass einen eurer Speer gefunden. Meint ihr, die Untoten haben ihn getötet? Einen Tiaras Atem. Das muss Henry sein. Wir haben ihn geschickt, um Verstärkung von außerhalb der Schlucht anzufordern. Möge Hirin seiner Seele gnädig sein.
Wir haben getan, was wir konnten. Es tut mir leid. Braucht es nicht. Er gab sein Leben, um Eo zu schützen. So, wie wir Falken es alle eines Tages tun werden. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ich werde irgendwann, werde ich mal mir vornehmen, das Let's Play nochmal zu schauen. Alle 400 Folgen. Und dann meine Strichliste zu füllen, wie oft Tiaras Atem fällt. Und Blazes. Was? Oder was sagen die auf Deutsch? Tiaras Atem. Ja, und da gibt's ja noch was. Auf Englisch sagen die mal Blazes. Hä? Blazes? Mhm. Tiaras Breath und Blazes. Ja, mal fragen, mal gucken. Und jedes Mal, wenn das fällt, wird das jetzt ein Spiel. Ihr müsst jedes Mal einen Schluck trinken. wenn der Satz fällt. In den 30 Minuten, die die Folge läuft. Bitte, macht das einfach mal. Es wird so lustig. Ich glaube, ich zähle das gleich einfach mal in der nächsten Folge oder in der. Also haben die Untoten eure Feste überrannt? Wie? Und wann? Vor 8 Tagen. Es kam alles sehr überraschend. Und die Tore waren nicht ausreichend gesichert. Also waren wir gezwungen, uns zurückzuziehen. Jeden Tag verlieren wir seither Soldaten. Es ist ein Albtraum. Das ist schlecht. Ich weiß nicht, wie genau diese alten Formakarten sind, aber ihnen zufolge sollte der Stein irgendwo in der Feste versteckt sein. Ich kann euch hören. Und ich weiß, von welchem Stein ihr sprecht. Erzhüterin Arenor, wie reizend von euch, uns wieder mit eurer lieblichen Anwesenheit zu beglücken. Haltet den Mund. Wie gesagt, ich glaube zu wissen, von welchem Stein ihr da sprecht. Er ist seit Jahrhunderten im Besitz der Eisernen Falken. Und wir haben nie herausgefunden, wozu er gut ist. Was wollt ihr mit ihm? Ich arbeite für jemanden, der ein Heilmittel für den Blutbrand finden muss. Ha, große Worte. Also, machen wir es kurz. Wenn die Umstände anders wären, könnten wir vielleicht zu einer Übereinkunft bezüglich des Steins kommen. Aber momentan stehen irgendwelche Formersteine ganz unten auf der Liste meiner wichtigen Anliegen. Es ist also das Beste, wenn ihr wieder abzieht und euch nach einem anderen Stein umseht. Das ist leider keine Option. Aber vielleicht könnten wir uns gegenseitig helfen. Ihr? Wir und unsere Armee, die am Eingang der Schlucht wartet. Ihr macht Witze. Tun wir nicht. Schickt einen Späher, wenn ihr uns nicht glaubt. Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht. Nein. Wer auch immer ihr seid, unter keinen Umständen werden die Eisernen Falken mit einer Armee ohne Flagge kooperieren. Weder mit den Totenmännern, noch mit euch. Diese Schlucht ist unsere Verantwortung. Und wir haben einen heiligen Eid geschworen. Wie schon gesagt, kehrt einfach um und lasst uns das regeln. Wir beschützen Aonirs Klinge seit Jahrhunderten und wir werden nicht scheitern. Haltet die Stellung, Kiroi. Seht euch nur diese Beine an, dick wie Steinsäulen. Wenn sie nur halb so viel Verstand wie Muskeln hätte, wäre dieses Dilemma inzwischen gelöst. Kommt in mein Lager, wenn ihr sprechen wollt. Ich denke, wir sollten uns einander vorstellen. Und ich glaube, ich kann euch helfen. Gute Reise, Fremder. Ihr habt die Erzhüterin gehört. Aktivieren wir erstmal den Stein hier. Hä? Okay. Gut. Wem reden wir zuerst? So. Beziehungsweise, wen wollen wir unterstützen? Wählt eine Seite, die ihr unterstützt. Redet entweder mit Kommandant Katras oder mit Hüter Kirok. Kirok. Also die... Ja, ist die Frage, welchen wir nehmen, ne? Ich werde, glaube ich, ein tolles Problem haben beim Start. Also ich habe ja kein Holz. Ja, ist vielleicht auch nicht die beste Wahl gewesen für die Karte. Ja, zu spät. Ich würde sagen, wir würfeln einfach wieder, oder? Ja, würfeln wir aus. Wo ist der Würfel? Da. Gerade für Katras und ungerade für Kiroi. Es ist
eine 6. Okay. Also gehen wir zu Katras. Wo ist Katras hin? Wie ist das doch so schön, Buchen so zu suchen? Ihr seid also hier. Ach, ich fühle mich geschmeichelt. Er meinte, dass ihr uns helfen könnt. Kann ich. Aber alles der Reihe nach. Ich bin Katras Virtat, Anführer der ehrenhaften Totenmänner. Naja, ehrenhaft sind wir eigentlich nicht wirklich. Aber ihr versteht schon, wie ich das meine. Und, wie heißt ihr? Taha. Na dann höchst erfreut, eure Bekanntschaft zu machen, Taha. Also ja, wir können euch helfen. Aber lasst mich zunächst erst einmal erklären, warum wir hier sind. Wir sind Söldner und wir wurden angeheuert, um etwas zu finden. Nithals Helm. Richtig. Die Sache ist nur, der Helm hätte in der hibernischen Ruine oben am Bergpass sein sollen. Aber natürlich haben die Falken ihn vor ein paar Jahren bereits gefunden und in ihrer kleinen Schatzkammer in der Feste versteckt. Unter anderen Umständen hätten wir die Mission für gescheitert erklärt und wären abgezogen. Selbst wir haben kein Interesse daran, die Falkenfeste für ein dämliches Artefakt zu stürmen. Aber dann sind die Untoten gekommen und haben das für uns erledigt. Nun könnte man davon ausgehen, dass beide Parteien davon profitieren könnten. Wir helfen den Falken dabei, ihre Feste zurückzuerobern. Und im Gegenzug geben sie uns dafür den Helm. Aber leider scheint Madame Hackfresse ihren Traditionen mehr Wert beizumessen als den Leben ihrer eigenen Männer. Also stecken wir hier fest. Die Untoten dringen noch immer auf uns ein und an jedem Tag verlieren wir mehr Soldaten. Madame Hackfresse. Toller Ausdruck. Was sagt er auf Englisch? Squareface. Squareface? Squareface, also Quadratgesicht. Ja, also wenn man jemanden einen Square nennt, dann ist das halt jemand, der sehr penibel ist und sich extrem an Regeln hält und so Kram. Also ein Snob. Das fanden sie nicht beleidigend genug im Englisch, im Deutschen. So haben sie Hackfresse genommen. Snob, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hackfresse. Also Snob ist doch eher Wichtigtour oder so, ne? Und einen Stock im Arsch haben oder was ist denn noch gut? Halt so jemand, ne? Mhm. Okay, haben wir noch mehr über den Helm wissen, ne? Der muss ja schon ziemlich cool sein. Das heißt wirklich Quadratgesicht, das heißt eigentlich wirklich Quadratgesicht auf Deutsch. Ja, wenn man es einfach nur so übersetzt, ja. Könnt ihr mir mehr über diesen Helm erzählen? Nein. Gut, das war's. What the fuck? Ich habe jetzt mit irrsinnig lang hier geschwafelt gerechnet, aber gut. Verstehe. Dann nehme ich mal an, ihr wollt unsere Hilfe bei der Rückeroberung der Feste. Ja, und im Gegenzug gebe ich euch diesen Stein, den ihr sucht, und einen Teil von unserem Sold. Klingt angemessen. Ich glaube nicht, dass das der Erzhüterin gefallen würde. Diesen toten Augen und ihrer zusammengekniffenen Mimik nachzuurteilen, bezweifle ich, dass der Erzhüterin irgendetwas gefällt, das nicht mit trockenem Brot, Altären und dem Kampf gegen Untote unter der Wüstensonne zu tun hat. Ja. Ihr seid ein Dunkelelf, richtig? Nein, ich habe mir nur die Haut blau angemalt, weil es so hübsch aussieht. Tut mir leid, es ist nur, ich habe noch nie einen von eurer Rasse gesehen. Tja, es gibt immer ein erstes Mal was, auch wenn ich nicht gerade das beste Beispiel für meine Rasse bin. Ich esse kein Kinderfleisch, vögle keine Leichen und verbringe nicht den ganzen Tag mit Murmeln ominöser Zauberformeln. Arbeit Haar auf der Zunge. Bevor ich mich auf irgendetwas festlege, will ich erstmal mehr über euch wissen. Wer genau sind die Totenmänner? Wie schon gesagt, Söldner. Der einzige Unterschied zwischen uns und den anderen Fraktionen Fiaras ist, dass wir uns einen feuchten Dreck für die Rasse, Hautfarbe oder Vergangenheit interessieren. Du kannst dein Schwert führen? Willkommen an Bord. Deshalb verstehen wir uns natürlich auch so schrecklich gut mit Erzhüterin Arenor.
So sehr ich es schätze, dass sie uns vor den Fial Dark beschützen. Die eisernen Falken sind ein Haufen öder, elitärer, abstinenter Langweiler. Nehmen wir mal an, ich wäre an eurem Angebot interessiert. Wie genau stellt ihr euch unsere Zusammenarbeit vor? Zunächst einmal möchte ich, dass ihr euch für mich um etwas kümmert. Erst neulich ist einer der Falken desertiert. Ehrlich gesagt kann ich ihm das nicht übel nehmen. Leider ist er einfach in die Wüste gerannt, statt direkt in unser Lager zu kommen. Das würde ich gerne ändern. Sofern er noch lebt, findet ihn und bringt ihn hierher. Vielleicht hat er Informationen, die uns von Nutzen sein könnten. Danach holt ihr eure Armee ins Tal. Wir vereinen unsere Streitkräfte und erobern die Feste zurück. Ihr bekommt den Stein, ich den Helm. Alle sind glücklich. Könnt ihr den Deserteur nicht selbst zurückholen? Könnte ich, aber Madame Hackfresser hat ein wachsames Auge auf mich. Um es in ihren Worten zu sagen, eine falsche Bewegung und wir zerschmettern euch und eure unheilige Armee. Auch wenn ich bezweifle, dass sie es wirklich tun würde, in Anbetracht der Untoten an unserer Türschwelle. Wie würde Arenor darauf reagieren? Auf unsere Allianz? Keine Ahnung, aber wenn wir unsere Kräfte vereinen, spielt es keine Rolle mehr. Außerdem will ich nur den Helm. Ihre Feste kann sie zurückhaben. Seht es eher so. Wir tun ihr einen Gefallen. Ihre Männer sterben da drinnen und obwohl wir ihr beide unsere Hilfe angeboten haben, ist sie zu stur, um zu kooperieren. Man kann ein Pferd nur zum Wasser führen, aber trinken muss es selbst. Na gut. Ich werde darüber nachdenken. Dann tut es schnell. Bis dann, Taha. Ich hoffe, man sieht sich. Wir sollten das durchdenken, Taha. Ich bin mir sicher, wir können nur entweder mit den toten Männern oder mit den Falken zusammenarbeiten. Und okay. Hast du Zweifel am Zufall oder? Was meinst du mit sollen wir einfach auf der Seite bleiben? Ich weiß es nicht. Was meinst du? Der wirkt jetzt nicht. Der wirkt jetzt mehr so wie so ein Leichenfledderer. Ich würde sagen, er ist halt ein Opportunist. Er ist halt ein Söldner. Wollen wir uns mit dem abgeben oder wollen wir die glorreichen Helden sein auf strahlenden, keine Ahnung, und hast du nicht gesehen, also das normale Heldengedöns? Was würde Taha tun? Ich weiß es nicht. Schau mal sein Gesicht an. Schau in seine Augen. Er resigniert bereits. Heißt, er versucht immer noch den normalen Weg zu gehen, aber dieser normale, heldenhafte Weg, der macht ihn fertig. Okay, also... Ja. Wir können ja noch... mit den Söldnern ab? Nein, wir können ja noch mit den Hütern reden. Huch, da sind Gegner. Klingt gut. Tata. Gehen wir es an. Wir können ja noch mit den Hütern reden hier. Bevor wir uns mit den... Da steht er doch schon. Bleib weg! Ich gehe nicht zurück. Nie wieder! Ach, das ist der Deserteur. Den wir retten sollen. Ich dachte, er wäre heute weg, aber gut. Ja, lass ihn mal erstmal da stehen und wir gehen erstmal zum anderen. Wir haben ja seine Seile noch nicht gehört. Lass mich raten, er will, dass wir den Deserteur zurückholen. Bestimmt. Aha. Danke fürs Zurückkommen. Tut mir wirklich leid, dass euch die Erzhüterin so harsch behandelt hat. Wir könnten eure Hilfe nämlich wirklich gut gebrauchen. Jede Art von Hilfe, um genau zu sein. Unsere Brüder und Schwestern sitzen noch immer in der Feste fest und ich befürchte, dass sie nicht mehr lange durchhalten. Und so sehr ich die Erzhüterin auch respektiere, meiner Ansicht nach hätte sie euer Angebot nicht so schnell ablehnen dürfen. Und was gedenkt ihr zu tun? Naja, sie ist unsere Anführerin und ohne ihre Zustimmung sind uns die Hände gebunden.
Aber ihr könntet versuchen, ihr Vertrauen zu gewinnen. Lors Clown, eure Männer sind in Gefahr. Ist eure Kommandantin wirklich zu dumm, um das zu sehen? Tja, eine berechtigte Frage. Und so sehr ich es bedauere, kann ich euch versichern, dass dies der einzige Weg ist, sie zu überzeugen. Vor 2 Tagen ist einer unserer Brüder desertiert. Findet ihn und bringt ihn zur Erzhüterin zurück. Mit etwas Glück gewinnt ihr damit ihr Vertrauen. Wer genau sind denn nun eigentlich diese Söldner, die toten Männer? Und was wollen sie? Eigentlich ist es ganz einfach. Ein Relikt. Sie wurden von einem reichen Artefaktsammler aus Immerlicht angeheuert, der sie damit beauftragt hat, Nidhalfs Helm zu finden. Und er ist hier in Aonirs Klinge? Ja, aber in unserem Besitz. Und da er ein Relikt der Wächtergötter ist, sind wir dazu verpflichtet, ihn zu beschützen. Genau wie wir verpflichtet sind, die Grabstätte der Fialdak gegen die Untoten zu verteidigen. Das alles wäre kein Problem, wenn die Untoten nicht unsere Festung eingenommen hätten. Diese Söldner hätten es weder gewagt noch geschafft, unsere Mauern zu durchbrechen. Aber jetzt, wo unsere Lage komplizierter ist, wollen sie uns dabei helfen, die Feste von den Untoten zu befreien. Und im Gegenzug wollen sie den Helm. Klingt doch ganz vernünftig, oder? Psst. Vernünftig? Es ist dreist, respektlos und feige. Sie nützen unsere missliche Lage, um uns dazu zu zwingen, ihnen ein uraltes Artefakt der Wächter zu geben, das wir unserem Eid nach beschützen müssen. Aber leider fehlt uns momentan eine Alternative. Selbst wenn die Wächter in diesem Moment zusehen, müssten sie doch erkennen, dass das Grab der Fialdak und unsere Brüder, die noch in der Festung gefangen sind, viel wichtiger sind als der Helm. Sollen die Söldner ihn doch haben. Wenn die Untoten das Siegel des Grabes brechen, haben wir ein viel größeres Problem. Das sieht die Erzhüterin aber leider anders. Ihr seht also, es ist kompliziert. Unsere Männer sterben. Und weder die Hüterin noch dieser Söldnerfürst rücken auch nur einen Fingerbreit von ihren Forderungen ab. Könnt ihr die Feste nicht selbst zurückerobern? Das haben wir versucht. Aber diese Untoten, sie sind, ich weiß es nicht, anders. Es ist fast so, als ob dieses Biest, das sie anführt, ihnen eine Art Intelligenz verliehen hat. Ihre Angriffe sind koordiniert, fast schon wie die einer Armee. Meintet ihr vorhin, dass der Blutbrand die Untoten erweckt? Richtig. Ungefähr jede 2. Nacht hören wir dieses seltsame Lied und mehr Untote erheben sich aus der Erde. Die Tatsache, dass dieser Ort seit Jahrhunderten ein Schlachtfeld ist, macht es nicht gerade besser. Hier gibt es mehr Knochen als Sandkörner. Habt ihr auch Männer an den Blutbrand verloren? Naja, die meisten von uns sind magiebegabt und dass Magie vor dem Blutbrand schützt, haben wir schnell verstanden. Aber dennoch, es gab Verluste. Klingt ungut. Katras meinte, die toten Männer wären auch an einer Allianz mit mir interessiert. Katras meint viel, wenn der Tag lang ist. Ich hoffe, ihr denkt nicht ernsthaft darüber nach, mit diesen Halsabschneidern gemeinsame Sache zu machen. Ich werde über euer Angebot nachdenken. Gut. Aber beeilt euch. Jede Minute, die verstreicht, kommt uns teuer zu stehen. Tja. Was sagst du jetzt?